So, weiter geht's, Leute, mit der nächsten Folge. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, indem wir nächste Runde drücken. Oh ja, jetzt teilen sie sich auf, sehr gut. So, hier sieht man jetzt. Oh. Der mich nicht angegriffen? Sehr merkwürdig. Egal, stirb. Oh. Oh, er hat sich einen Scout. Okay, dann können wir gleich noch einen töten. Und wir kriegen einen großen Schriftsteller. Sehr schön. Kriegen wir auch gleich einen Heureka. This writer has been inspired by our civilization and comes to our lands to create great works of writing. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt einen Ort haben. Sieht nämlich nicht so aus. Wir haben zwar noch einen Tempel in Sparta, da können wir aber nur eine Reliquie reinsetzen. Ja, da müssen wir mal gucken. Da fehlt uns jetzt so gesehen die Verbesserung vom Akropolis. Das kriegen wir aber hin. Oh, die wächst ganz langsam, die Stadt. Okay. So, machen wir mal weiter. Ui. Das war bestimmt hier. Ja, hier oben ist ein Dorf. Mit sehr viel Barbaren, auch gut. So, hier haben wir unseren Handwerker. Dann gehe ich hier mal dahin. Machen wir den erstmal fertig, den Typen. So, hier oben, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir machen erstmal weiter Theaterplatz. Wie sieht's mit dem Annehmlichkeiten, okay, Wohnraum. So, die Bananen wollen wir nicht opfern, aber hier den Dschungel oder Regenwald können wir wegmachen. Auch ohne 6 Runden, das ist auch okay. So, haben wir. Der ist in 4 Runden fertig, sehr schön. Oh, der braucht noch ewig hier. Oh je. Irgendwo ein Barbarenlager entstanden. So, machen wir erstmal hier die Farm hin. Du gehst da rein. Aber wir haben hier noch keine Mauern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weiter. Ja, die finden jetzt hier die ganzen Dörfer immer. Ist noch eins. Der ist nicht gut. So, du machst weiter. Dorf. Auf einer Mini-Insel. Na, lustig. So, ihr könnt wieder zurück. Sehr schön. Weiß nicht, wo hier das Barbarenlager entstanden ist. Ach, hier oben ist eins. Auch gut, immer schön bei den Gegnern. Das beschäftigt die dann immer. So, jetzt mal gucken, dass wir hier klarkommen. Ne, der kann wieder hoch. Das müsste der eigentlich schaffen. Dann machen wir jetzt hier noch die Kühe und dann ist der hier eh weg. Hier machen wir das Wunder gleich fertig. Sehr schön. Vielleicht haben wir da sogar Plätze für unseren Künstler. Mal gucken. I'd imagine the whole world is one big machine. Machines never come with any spare parts, you know. They always come with the exact amount they need. Wir können die auch schon verbessern, kostet aber elendig viel. Daher, ne.
da als nächstes hin. So, Sperrkämpfer kriegen wir nicht hin. Bildungswesen. So, dann forsch mal schön weiter. Den mal einen Weg abzuschneiden, mal gucken. In a dusty, bustling corner of the Indian state of Bihar, there is a magical place that one might think of as the hub of Buddhism. Sehr schön. Und da haben wir unseren Apostel oder zwei, glaube ich sogar. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Was soll das? Keine Ahnung. So, mit denen können wir halt folgende Sachen machen. Wir können die befördern, unsere Religion verbreiten. Mit denen kann man sogar kämpfen, also ich glaube nur gegen andere Missionare. Ich glaube aber, wenn ich hier Glauben missionieren mache, dann kann ich den Glaubenssatz erweitern, ich hoffe. So, was wollen wir hier jetzt noch bauen? Wir brauchen mal bitte ein... Kaufe ich mir den? 200. Ich guck mal, ob ich mit den Hopliten ihn kaputt machen kann. So, auf jeden Fall eine Wassermühle. Dann müsstet ihr ja hier durchdrehen mit Nahrung. So, sehr schön. Genau, jetzt können wir hier unseren Glaubenssatz haben wir jetzt erweitert. Können wir hier noch einen mit zunehmen. Hier, der Kauf von Missionaren und Aposteln kostet 30 weniger. Ich glaube, ich werde mal das nehmen. Und theoretisch könnten wir ihn jetzt auch noch opfern. Aber ich will ja das ist gut, Bekehrer. Ich will ja die hier erstmal wegkriegen. Dann kannst du doch hier drin bleiben. Greifen wir doch nicht an. So, weiter geht's. Dü-dü. Dann haben wir hier noch einmal Weizen, okay. Oh, der Typ, ey. History is the version of past events that people have decided to agree upon. So, Handwerker brauchen wir jetzt nicht mehr. Heilige Städte. Ich mach mal charismatische Anführer, damit wir da mehr Punkte kriegen. Wir haben 6 Bauernhöfe, cool. Die bauen wir eh nicht, das wird dann nix. Jetzt werden wir erstmal hier den raushauen.
Aber mit denen mache ich erstmal nix. So, du wär mal schön, wenn du einfach mal abhauen würdest. So. Ach, natürlich fährt der hier auch am Rand am Arsch lang. Versuchen mal hier oben lang zu ziehen. Dann können wir hier noch ein bisschen aufdecken. Muss ich leider doch scheinbar alleine. So. Was war das? Ach, wir haben wieder eine große Persönlichkeit. Sehr schön. Ist Stadt benötigt Nahrung. Okay, wir haben gleich unseren Kornspeicher fertig. Aber der hier sieht echt schwach aus. Vielleicht wenn wir hier zu dem Jagd oder Wild kommen. Ach, die Stadt wird ziemlich schwierig werden. Ja, einen großen Wissenschaftler. Was macht der? Löst den Heureka-Moment für zwei zufällige Technologien und den Eingebungsmoment für eine zufällige Ausrichtung aus. Okay. Nehmen wir doch. So easy. Wir haben leider keine Plätze bekommen. Muss ich unbedingt zerstören mit dem. Bitte, 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 bitte. So, hier können wir jetzt hier Religion verbreiten. Haben sie gleich kaputt gemacht. Nein, wir heben uns den auf. So, hier, großer Literaturwerkplatz. Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall, sonst ist der hier völlig umsonst. Deswegen machen wir jetzt mal das Amphibientheater. Dann machen wir hier gleich noch eins. Dann haben wir nämlich zwei Plätze. Ich glaube, den kann man mehrmals benutzen. So. Nächste Runde. Gucken, wo er jetzt hingeht. Bitte nicht nach links, nach rechts. Lauf nach rechts, lauf nach rechts. Ach. Aber ist auch okay. Der nervt hier. Ja, mehr Wohnraum. Hier Rom. Bedeutender Sieg. Schön, wenn die mal sich verbessern würden, ja. So, du gehst zur nächsten Stadt. Da sieht man, Apostel ist schon gut wertvoll. Handwerker, Siedler. Das bringt alles nichts hier. Dann machen wir mal Monument. Wollen wir mal hier einen Handwerker machen? So, wir aktivieren den. Kriegen hier unsere Heurekas. Humanismus, Druck, Astronomie. Okay. Sehr gut. Der braucht auch noch ewig. So, wenn wir mal Glück haben, kommt er jetzt hier nicht weg. So, ihn machen wir hier wieder Religion verbreiten. Sehr schön. Ich glaube, er ist dann weg. Scheiter, leider, ja. Aber wir können mal gucken, ob wir
Können wir schon mal hier hinschicken. Uns fehlt dann, glaube ich, doch noch der Tempel, oder? Ist ja merkwürdig. Da brauche ich erst die Religion hier. Oh ja, perfekt. Tschüss. Oh. Wird fertig gemacht. Sehr schön. Haben wir Eureka ausgelöst. Wunderbar. Muss leider noch warten. Eieiei. Könnte ganz schön knapp werden hier. Schauen wir, wenn die sich mal... Kommt keiner lang, glaube ich. Müssen wir hier weiter außen bleiben. Kannst du wieder zurück? Hier ist jetzt... Ach, das ist schon wieder Lager. Mist. Aber dann können wir gleich mal hier die Hupliten nehmen. Auf jeden Fall gleich einreißen. Nicht, dass die noch hier oben kommen. So, weiter. Gehen wir mit denen hier runter. Ich glaube, der wird es nicht schaffen hier. Ne, müssen wir erst machen. Ich habe gehofft, der wird vielleicht noch ein Level up oder so, aber ne. Da müssen wir erstmal zurück heilen gehen. So, Amphibientheater ist fast fertig, der Hafen auch. It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Können jetzt die Hagia Sophia machen? So, den haben wir auch erledigt. Sehr schön. Können wir hier Militärtaktik machen? Hab die Feudalismus-Ausrichtung. Okay. Ah, haben wir gleich. Sehr schön. Wir kommen hier nicht rüber, oder? Können immer nur so in seichten Gewässern langfahren. Dauert noch. Du mal hier hinfahren. Hoffentlich kommt jetzt hier nicht dieser dämliche Bogenschütze hin. So, haben wir. Dauert noch ewig hier, ey. We have uncovered a way to increase our farming output. To tap into this potential, I suggest we try to maintain two adjacent farms to each plot of farmland. Sehr schön. In democracy, it's your vote that counts. In feudalism, it's your count that votes. Irgendwas Neues hier? Mal ausgebildete Handwerker halten. Wir bauen ja nur den einen. Naja. Nee.
Die bauen wir eh nicht. Aber eine Stadt auf 10 kriegen wir, glaube ich, auch nicht. Nee. Das dauert ja Jahre, wenn wir hier rüber sind. Oh Mann. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Kein passender Ort. Aber ich glaube, dann könnten wir da noch eine hängende Sophia bauen. Hagia Sophia. Schafe haben wir auch. Mhm. Das Vieh haben wir jetzt auch. Okay. Brauche ich doch noch. Bauen da gerade kein Wunder. Machen wir mal so. So, jetzt haben wir hier aber einen Platz bekommen. Durch das Amphibientheater für ein Literaturwerk. Das bedeutet, wir können ihn benutzen. Zack. I held up a fistful of sand and showed it to him, asking for as many years as grains in that pile. Foolish me. I forgot to ask, they be years of youth. Sehr schön. Gibt uns auch Kultur, sehr gut. Und Tourismus ist jetzt noch nicht so wichtig. Aber plus 4 Kultur nehmen wir immer gerne. Und der hat sogar noch eine Ladung fertig. Dann schicken wir ihn nämlich gleich mal hier hoch. Da bauen wir ja das nächste Amphibientheater. Bräuchten wir aber echt mal mehr Platz bei denen. Naja, er kommt hier nicht lang. Das ist ja echt nervig. Vielleicht können wir hier unten lang segeln, mal gucken. Die müssen wir erstmal heilen. Wassermühle, alles schön. Noch ewig dauern, bis wir da unten sind. So, du gehst jetzt hier hoch. Sehr schön. Du gehst hier hin. Ich hoffe mal, da kann ich ihn dann heilen, wenn er im eigenen Gebiet ist. Haben wir hier jetzt noch den hier. Naja, komm hier nicht weg, ey. So, hier rum. Nein, da sind ja wieder die Dings, ne? Oh, ich muss da wieder lang. Kann ich gleich eigentlich auch erstmal heilen, den Typen. Heil dich mal. Perfekt, es klappt. Und weiter. Schon in Runde 126. Oh nein. Ja, die können wir auch gleich heilen schicken. So, der hat jetzt 2 Aufladungen mehr, also 5. GG. Dann schicken wir erstmal zum Wein. Das Wein ist wichtiger. Das ist ein Luxusgut. Wir haben zum Glück noch 4 Annehmlichkeiten. Wir haben die 2. Okay. So, was machen wir jetzt hier? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Mal noch ein Handwerker? Nee. Wichtig ist mal ein bisschen mehr Produktion. Sieht es denn hier aus mit Wohnraum? 9 von 7, ist okay. Machen wir jetzt hier mal einen Industrieplatz hin.
Gut. So, mit ihm haben wir fertig. Er hat auch kaum noch Wohnraum. Aquädukt lohnt sich eigentlich nur, wenn man nicht an einem Fluss ist. Ja, Städte, die noch kein Süßwasser haben, erhalten plus 6 Wohnraum. Da macht es eigentlich eher Sinn, wie zum Beispiel hier unten Olympia. Die sind auch an einem Fluss. Daher ist das hier oben eigentlich Schwachsinn, aber heilige Städte, mal gucken. Oh, plus 4. Ich glaube, wir machen den mal hier hin. Durch die Naturwunder kriegen die hier den Bonus. Zack. Machen wir das mal so. So, ihn kesseln wir mal ein. Oh je, ey. Oh Gott, Gott. Das ist die Barbareninsel hier, ey. Ist echt schlecht. Kommt doch kein Schwein hin. Da brauchen wir erstmal noch eine bessere Einheit. Später. So, er kommt jetzt aber hier hin. Kriegen wir auf jeden Fall noch ein großes Werk. Always cast your fishing hook. In the pond where you least expect it, you'll find a fish. Alles klar. So, haben wir auch plus 4 Kultur und 4 Tourismus. Sehr schön. Wenn wir jetzt mal hier gucken, bei Weltrangliste sind wir in Kultur auf jeden Fall komplett in Führung. Der nächste ist hier Trajan mit 20 pro Runde und wir haben 32 pro Runde. Tourismus haben wir auch schon viel mehr. Hier führen wir auch, haben wir sogar schon 4 Technologien mehr. Nur bei der Religion, da ist er halt ziemlich krass in Führung. Müssen wir mal gucken. Wollen wir da weitermachen? Nächste Runde. Ja, vielleicht schaffen wir es hier mal 2 Farben nebeneinander zu bauen. Vielleicht gibt es einen großen Bonus. Mal gucken. Strategy requires thought. Tactics require observation. So sieht's aus. So, haben wir ja hier. Können wir Ritter machen. Hier ist ein Dings erstanden, okay. Okay, müssen wir aber aufpassen, obwohl er gleich Level up ist. Schnell weg hier. So, nächste Runde. Jetzt haben wir unseren Wein. Sehr schön. Gehen wir hier runter zum Vieh. Der ist auch fast fertig. Okay. Mal aufhalten. Er ist weg. Okay. Dann mal den Weg abschneiden. So, mehr Wohnraum, alles klar. Weg. Ja, richtig auf den Sack gekriegt, alle Beete. Aber er ist ja gleich wieder voll, dann schicke ich ihn wieder hoch, damit er den hier fertig macht. So. Ey, ist nicht sein Ernst, oder? A good navy is not a provocation to war. It is the surest guarantee of peace. So, wo ist er eigentlich lang gegangen? Ah, okay.
Okay, das ist es, wenn passiert, dass er einfach wechselt, während ich mit einer anderen Einheit laufen will. Sehr nervig. Wirklich sehr nervig. Ich wollte jetzt eigentlich mit ihm hier einfach nur angreifen. Er ist Level up. Ne, noch nicht. Jetzt müssen wir hier noch eine Runde länger warten. Sehr ärgerlich. Wohnraum. Schaffen wir es, eine Stadt auf 10 zu wachsen? Handelswege schaffen wir nicht, um Gottes Willen. Die ist bei 8. Ne. Also können wir es auch gleich lernen. So, was haben wir hier jetzt? Ich würde auch für eine Akropolis. Vielleicht erstmal Monument, kriegen wir mal ein bisschen Kultur. Hier haben wir jetzt einen Gesandten. Können wir jetzt theoretisch hier Brüssel einnehmen. Und wir sind hier der Suzerän. Suzerän. Sehr schön. Jetzt können wir wieder ein paar Wunder bauen. Da kriegen wir auf jeden Fall einen guten Boost. Okay, er macht hier einen Handelsweg. Auch nicht schlecht. Er hat immer noch die eine Stadt. Richtig. Der ist mir egal, wo der hin scoutet. Der hat kein Lager mehr. Oh, du heil dich mal. So, der Handwerker ist da gleich fertig, sehr schön. So, wir werden jetzt hier erstmal einen Cut wieder machen. So, also es läuft auch eigentlich recht gut. Vor allem hier unser Sparta ist schon richtig arg groß geworden. Wir haben auch schon zwei Wunder. Oder sogar drei. Orakel, stimmt, drei haben wir schon. Mäh. So, dann verbessern wir jetzt hier noch die Geländefelder hier und da. Vor allem das hier, dass wir eigentlich unser Eisen kriegen. Und dann würde ich sagen, das Dings. Überlegen wir uns vielleicht doch mal, ob wir ihn hier angreifen. Weil was er hier schon wieder versucht, das geht mir schon wieder richtig auf den Sack. Und ich glaube, wir können immer noch nicht kaufen, oder? Nee. Brauchen wahrscheinlich irgendeine Bildungswesen. Verbotene Stadt. Brauchen wir hier irgendwas? Grauer Glauben, Reliquienplatz. Verstehe nicht, warum wir kein Dings bauen können. Ich müsste mal doch hier nur einen Tempel haben. Universität, ne. Familie ist egal. Sehr merkwürdig. Aber kriegen wir auch noch hin. Wir brauchen unbedingt Apostel. Das sind die wichtigsten. So, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, einfach in den Kommentaren posten. Und dann sehen wir und hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.